Das ist der Windexperimentierkoffer der NVRM, unser komplett ausgestattetes Experimentiersystem zu den Grundlagen der Windenergie. Das System wird in einem stabilen Aluminiumkoffer mit Schaumstoffeinlage geliefert und alle benötigten Zubehörteile wie Kabel und Messgeräte sind bereits enthalten. Im nun folgenden Versuch wollen wir eine herkömmliche Windturbine mit einem sogenannten Sabonius-Rotor vergleichen. Dazu benötigen wir die Lexula-Grundeinheit, auf der die einzelnen Module aufgesteckt werden. Außerdem benötigen wir die Windturbine mit den optimierten Flügeln und dem zugehörigen Grundmodul. Der Sabonius-Rotor wird ebenso verwendet wie der Winderzeuger und das Messgerät. Wir haben nun alle Komponenten für den Versuch beisammen und können mit dem Aufbau starten. Zuerst wollen wir die Windturbine aufbauen. Dafür verwenden wir die drei optimierten Rotorflügel und die dazugehörige Narbe und Kappe. Die Rotorflügel werden mit der abgerundeten Seite nach oben in die Aussparung in der Narbe eingesetzt. Anschließend wird die Kappe aufgesetzt und leicht festgedrückt. Fertig ist unser Windrotor. Der Windrotor wird nun mit der Turbine verbunden und auf das Grundmodul aufgesteckt. Das fertige Windturbinenmodul wird anschließend auf der Grundeinheit aufgesteckt. Für den Versuch benötigen wir nun noch Wind, der durch den Winderzeuger geliefert wird. Die Windrichtung des Winderzeugers ist durch aufgedruckte Pfeile gekennzeichnet. Elektrisch verbunden wird der Winderzeuger an den Buchsen am unteren Seitenrand. Achten Sie beim Verbinden der Netzstecke auf die richtige Polarität. Ein Schalter ermöglicht das bequeme Ein- und Ausschalten der Luftzufuhr. Der Winderzeuger wird anschließend auf die Grundeinheit aufgesteckt und elektrisch verbunden mit Hilfe des Netzsteckers. Da wir einen quantitativen Versuch durchführen wollen, fehlt nur noch das Messgerät. Die Kabel werden auf der Grundeinheit aufgesteckt und mit dem Messgerät elektrisch verbunden. Der Versuch ist nun fertig aufgebaut und das Messgerät ist elektrisch verkabelt. Das heißt, es fehlt nur noch die Windzufuhr. Wir schalten den Winderzeuger ein und sehen, wie der Windrotor beginnt sich zu drehen. Die Spannung am Messgerät fängt dadurch an zu steigen. Mit unserer klassischen Windturbine in diesem Aufbau können wir eine Spannung von 5 Volt erzeugen. Nun schalten wir den Winderzeuger aus und sehen, wie der Rotor langsamer wird und die Spannung am Messgerät abfällt. Wenn der Windrotor stehen geblieben ist, können wir die Windturbine entfernen. Wir tauschen diese nun aus gegen das Sabonius-Rotormodul, welches ebenso auf die Grundeinheit aufgesteckt wird. Wir schalten nun den Winderzeuger wieder ein und beobachten, was passiert. Mit bloßem Auge ist zu erkennen, dass die Drehgeschwindigkeit des Sabonius-Rotors aufgrund der größeren Trägheit deutlich langsamer ist als die der klassischen Windturbine. Darin liegt begründet, dass die erreichbare Spannung mit dem Sabonius-Rotor noch deutlich niedriger liegt als die bei der klassischen Windturbine. Die 5 Volt aus dem vorherigen Versuch werden nicht einmal annähernd erreicht. Trotzdem wird der Sabonius-Rotor wegen der Unabhängigkeit der Windrichtung in einigen Gebieten eingesetzt. Auch beim Sabonius-Rotor fällt die Spannung beim Abschalten des Winderzeugers nicht abrupt, sondern kontinuierlich ab. Mit Hilfe des Experimentiersystems sind viele weitere Versuche möglich. Zum Beispiel qualitative Versuche mit der Hupe oder dem Motormodul. Oder auch mit der beigefügten LED. Mit Hilfe des Potentiometermoduls kann eine Kennlinie aufgenommen werden. Der Windrotor kann variiert werden in Form der Flügel, Einstellwinkel oder auch die Flügelanzahl.
Den Savonius-Rotor haben wir eben im Versuch kennengelernt. Zum Messen der Windgeschwindigkeit befindet sich ein Anemometer mit zugehöriger Halterung im Koffer. Alle benötigten Zubehörteile, wie Kabel und Messgeräte, sind getreu der Ready-to-Go-Philosophie bereits enthalten. Die beigefügte CD enthält alle Anleitungen und ausführliche Hintergrundinformationen. Weitere Versuche werden ermöglicht durch ein Kondensatormodul, Widerstands- oder Glühlampenmodul. Und nun viel Spaß beim Experimentieren!